Ich ficke auch Job gerne. weg, meine Meinung ist der Grund. Job weg, politisch, Job wegen politischer Meinung, ich packe aus. Okay, let's go. Never forget, Niki. Null Konsequenzen. Also das sehe ich eigentlich relativ objektiv, um es mal so zu sagen. Es gibt nie eine Garantie dafür, dass irgendein Politiker genau das umsetzen wird, wofür man ihn gewählt hat. Das ist ein ganz einfacher Grund, nämlich dass es da auch keine Rechtsgrundlage für gibt. Wenn Politiker persönlich haftbar gemacht werden könnten, dann würden sie auch eher sich an ihre Wahlversprechen halten. Nur wenn die Grünen natürlich im Wahlkampf predigen können, keine Waffen in Kriegsgebiete und jetzt hier die Waffenlieferungskönige an die Ukraine werden. Und es hat einfach null Konsequenzen. Stimme der Vernunft. Ach du Scheiße. Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu Helmut Reinhardt. So, wie kann man so viele Red Flags in einen Banner reinpacken? Stimme der Vernunft, freier Journalist, Helmut. Wie viele Red Flags willst du mir noch geben? Sorry für die Unterbrechung. An alle Antifaskis, die aus und um Hamburg. Beatrix von Storch ist morgen im Rathaus, kommt alle morgen um 18.30 Uhr zur Kundgebung, zum Rathausmarkt. FaschistInnen bekämpfen, egal wann, egal wo. Danke für die Aufmerksamkeit. Alerta, alerta. Ist es nur bei mir so, oder jedes Mal, wenn ich lese Fire Journalist, denke ich mir Fascho? Keine Ahnung. Beim neuen Video-Interview. Ich möchte ihm ja nicht Unrecht tun, ne? Vielleicht ist er ja auch vernünftig. Kann ja auch sein. Kopium. Mein heutiger Gast ist noch recht jung, er ist 22 Jahre alt, aber er hat bereits mit 19 Jahren ein Buch geschrieben. Er betreibt einen YouTube-Kanal mit großer Reichweite und ich begrüße ganz herzlich Niklas Lotz. Hallo Niki. Hallo Helmut, freut mich sehr, Hallo Helmut. Du ja, alte Niki, Fixau, wie geht's dir? Wann hast du angefangen mit deinem Kanal Never Forget Niki? Also den Kanal gibt es ja schon länger als... Also ich muss an der Stelle kurz mal sagen, dass er ein besseres Setup hat als ich, ne? Also der gute Helmut hat ein besseres Streaming-Setup als ich. Das muss man ihm lassen. Ne? Als ich ihn mit politischem Content fülle, aber so diese aktive... Politischer Content, in dem Fall übrigens lese Bild-Zeitungsüberschriften vor, ne? Und sage unfassbar. Das kann man hier so ein Never Forget Niki Video einfach mal hier. Never, how to Never Forget Niki. Ganz einfach. Ist wirklich sehr. Ist einfach. Hier. Ihr geht auf bild.de und dann macht ihr folgendes: Die Welt muss sehen, was dort passiert. Ein Jahr russische Invasion in der Ukraine. Unfassbar. China liefert Kriegsgüter an Putin. Unglaublich. Mehr nicht. Und dann hältst du die IBAN in die Kamera. Ja. Kann man natürlich politischen Journalismus nennen. Ne? Politische Karriere praktisch, dass man da auch politische Sachverhalte medial aufarbeitet. Das ist jetzt schon über 4 Jahre praktisch. Also schon doch eine ordentliche Zeit. Und es ist auch immer wieder krass zu sehen, wie schnell diese Zeit eigentlich vergangen ist. Ich hatte gestern ein Interview mit Dr. Josef Thoma und der hat jetzt seinen Pilotenschein verloren aufgrund von Delegitimierung des Staates. Dir ist es ähnlich ergangen. Kannst du das mal kurz berichten? Ich verstehe das noch nicht mal. Delegitimierung des Staates, Entzug der Pilotenlizenz. Verstehe ich nicht. Den Satz. Entschuldigung. Also leider muss man sagen, ist sowas natürlich schockierend, aber es überrascht mich nicht mal mehr wirklich sowas zu hören, weil ich es halt schon kenne und auch immer wieder auch in meinem Umfeld mitbekomme, dass gerade Menschen, die eben den Mut haben, öffentlich mal irgendwas Kritisches zu sagen, was auch gegen die Regierung geht, was auch irgendwie eine alternative Politik vorschlägt, eben sofort diffamiert wird. Und bei mir war das ja so. Na klar, ne? Das ist natürlich, stimmt natürlich, ist richtig. So die Geschichte habe ich ja damals auch auf meinem eigenen Kanal Never Forget Niki öffentlich gemacht vor vielen Jahren, dass ich ja auch im öffentlichen Dienst eine Ausbildung gemacht hatte als Sozialversicherungsfachangestellter, also im Bereich Unfallversicherung und nebenher also auch die Genehmigung hatte durchaus, einen YouTube-Kanal betreiben zu dürfen. Also das habe ich bei der Einstellung auch ganz klar transparent. Der Verfassungsschutz hat herausgefunden, dass er rechtsextrem ist und seit dem 11. September 2001 ist Zugang zu Flugzeugen für Extremisten nicht mehr so gern gesehen. Ah, okay. Also Pilotenlizenzen rechtsextrem entziehen. Das ist verständlich. Dankeschön. Vielen Dank.
kommuniziert, aber ich habe halt auch nicht klar gesagt, jetzt, was für eine politische Richtung es ist. Ich habe nur gesagt, einen gesellschaftspolitischen Kanal. Dann wurde allerdings da mal näher hingeschaut, was. Ich glaube auch, dass Never Forget Nikki in Wirklichkeit eine Handpuppe ist. Ich glaube nicht, dass der real ist. Hat den eigentlich schon mal jemand real gesehen? Was das eigentlich für Kanal ist, und das ist ein ganz böser Kanal ist, wo man die Regierenden kritisiert und wo man ja auch nicht alles so hinnimmt, was von oben einem ja aufdiktiert wird, wenn man so sagen will. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass im Betrieb eben sehr viel Mobbing gegen mich gestartet wurde. Es fing alles damit an, dass mir eben auch als Azubi damals keine Arbeitsaufträge mehr gegeben worden sind. Also von heute auf morgen hat man praktisch gesagt, so, den Herr Lotz, den unterstützen wir jetzt nicht mehr. Und der Gipfel war dann eine Art Verhör, ich will es gar nicht anders nennen, wo ich praktisch dann von meinem Personaler und meiner Ausbildungsleiterin in ein Zimmer gerufen wurde und mir da mal eröffnet wurde, dass man sehr, sehr unzufrieden ist, dass ich im Internet, Zitat, rechtspopulistische Hetze verbreiten würde. Ja, und dass ich mein Ausbildungsverhältnis quasi vergessen könne, dass man sogar bereit wäre, wurde mir gesagt, das Innenministerium einzuschalten, um mich zu entfernen, wenn ich nicht aufhören würde mit dem Kanal. Und das Ganze hat dann auch nach einer langen Phase, ich habe mich auch anwaltlich beraten lassen in der Zeit und so dazu geführt, dass man das Arbeitsverhältnis da dann beendet hat, wegen des Mobbings eben. Das ist so jetzt die Kurzfassung. Man könnte das Ganze noch viel länger ausführen, aber ich denke, das jetzt mal hier deutlich gesagt haben wir mal ganz gut. Was ich daran so interessant finde, ist, dass man ja... Mobbing, ja gut, die ArbeitskollegInnen werden ihn wahrscheinlich morgens begrüßt haben mit einem geschmeidigen, ey, Niklas, ihr habt 2 Weltkriege verloren. Ja, das reicht ja schon, damit die Faschos anfangen zu weinen. Weder gegen dich noch gegen Herrn Thoma rechtlich irgendetwas machen kann, ja. Also sie werden ja nicht, du bist ja auch nicht angeklagt worden wegen deinen Aussagen und deinen kritischen, ja, Videoberichten. Wie ist das zu erklären? Das ist ja wirklich tatsächlich DDR 2.0, oder wie siehst du Hallo, das? Hallo, an alle Zuschauer Blinzel und Blinzel, willkommen Blinzel zu dieser Blinzel neuen Sendung Blinzel. Unglaubliches Blinzel ist Blinzel passiert Blinzel. Ich wurde Blinzel gecancelt Blinzel. Oh, den. Die Geschichte erzählt die Handpuppe aber auch ständig anders. Ja, naja, naja. Ich glaube, die ist auch so gar nicht passiert. Ich glaube, die haben mal seine ehemalige Ausbildungsstelle kontaktiert und der hat einfach gekündigt. Das ist eine sehr spannende Frage, weil die habe ich mir ehrlich gesagt auch schon ganz oft selbst gestellt. Also wie kann es eigentlich sein, dass man eine Meinung vertritt in einem Land, wo es... Aber selbst wenn das so passiert ist, glaube ich, dass Nazis mobben im Betrieb halt... Also es, oder? Finde ich gut. Finde ich alt, ja. Was ja offiziell heißt, wir haben Meinungsfreiheit. Das kann ja keiner sagen, es würde im Grundgesetz eben nicht drinstehen. Aber das Problem, was da halt gemacht wird, es ist eine Selektion, das von vornherein gesagt wird, du hast Meinungsfreiheit, aber es muss sich im Spektrum der erlaubten Meinungen bewegen. Also es wird natürlich nirgendwo in einem Gesetzesbuch so festgehalten, aber wir alle wissen ja, wie das ist. Würde jetzt zum Beispiel irgendjemand bei Markus Lanz, irgendein renommierter Politiker, so viel sagen, das mit dem Impfen, das war eigentlich eine ziemliche Schwachsinnsidee, wenn ich ehrlich bin, nur so eine Aussage, der würde ja danach nie wieder irgendwo zu Wort kommen. Die würden sie ja medial lynchen, wir wissen das ja alle. Das stimmt doch gar nicht. Weil gerade Markus Lanz ist doch da ein beschissenes Beispiel, weil Markus Lanz irgendwie 2-mal die Woche da jemanden hatte, der jedes Mal gesagt hat, naja, das mit der Impfung, das ist ja auch nicht so. Ne? Also gerade da ist doch Markus Lanz das fucking beschissenste Beispiel, das man bringen kann. So, das ist ja ganz, ganz gegenteilig eher. Markus Lanz wird berechtigt vorgeworfen, dass er eine einzige False-Balancing-Parade gewesen ist in Corona-Zeiten. Alle, wie das auch in der Corona-Zeit war, wie das auch bei anderen Themen wie in der Flüchtlingskrise ist. Und ich erkläre mir das eigentlich nur so, dass es so eine Art linke Meinungsdiktatur ist, die zwar natürlich nicht offiziell stattfindet, weil Deutschland will ja international als Demokratie gesehen werden. Wir sollen ja beliebt sein. Wir wollen ja hier dieses tolle Image, dieses wir sind grün, wir sind liberal und alles. Das mit den Weltkriegen merke ich mir, wenn meine Nazi-Kollegin aus der Elternzeit zurückkommt. Wenn du Lehrkraft bist und du hast eine tatsächliche rechte Lehrkraft in euren Reihen, dann musst du mehr tun, als sie ein bisschen mobben. Ne? So, hier geht es um die Bildung von den Generationen nach uns. So, solche Menschen müssen mit aller Kraft aus ihren pädagogischen Berufen rausgetrieben werden. Nach außen haben.
Aber es wird schon extrem deutlich aufgepasst, dass da intern nicht wirklich eine andere Meinung möglich ist. Also das ist ja genau das, was auch der AfD im Bundestag passiert zum Beispiel oder was sehr vielen Virologen passiert ist in der Corona-Zeit, die eben die Pandemie kritisiert haben. Wir sind da ja nicht mal die krassen Ausnahmen, wenn wir da jetzt so Repressionen im Alltag haben. Aber ich denke, der Normalbürger, der weiß das auch nicht. Also wer jetzt selber keinen politischen Kanal hat oder irgendwo auf irgendwelchen Demos mal war oder irgendwas, der kriegt ja nicht mit. Die Story habt ihr auch mitbekommen, ne? Dass er meinen Weckruf für Deutschland, dass er da irgend so eine Heuli-Heuli-Geschichte gemacht hat, dass er in der Klasse gewesen wäre und da wäre er ja als Deutscher in der Unterzahl gewesen, ne? Er wäre ja der einzige Deutsche gewesen und deswegen wurde er sehr schwer gemobbt da und ey, ist alles so schlimm und ey, also wirklich, und dann kriegst du halt die fucking Bilder und dann wurden die halt veröffentlicht von, hier ist er, ne? Hier ist der kleine Niki. Da kriegst du halt die Bilder von seinen Klassenbildern und dann denkst du dir halt, ey, also irgendwie. Odin. Hi, ich bin's. Irgendwie passt das jetzt nicht so zusammen mit dem, was da in dem Buch steht, ne? Und als das dann laut geworden ist und irgendwie an die Öffentlichkeit gelangt worden ist, hat er sogar, glaube ich, gegen die Schule geklagt, dass die Bilder offline genommen werden, ne? Also der hat sogar der Schule, die Bilder noch auf der Webseite haben, sind mittlerweile alle offline genommen, weil er gegen die vorgegangen ist, ne? Wo kommt der her? Sachsen? Ich sag mal so, ne? Ich komme wirklich aus einem sehr kleinen Dorf in Nordhessen und selbst meine Klasse war diverser. Also selbst meine Klasse war diverser. Und meine Klasse hätte so, wie sie ist, einfach auf jedes Onkelskonzert laufen können. Kanal hat oder irgendwo auf irgendwelchen Demos mal war oder irgendwas, der kriegt ja nicht mit. Jeder Durchschnittsbürger, der ganz normal zur Arbeit geht, der irgendwie seinen Alltag macht, der eine Familie hat, der kriegt ja nicht mit, wie die wirklichen politischen Zustände sind. Der macht alle 4 Jahre sein Kreuz. Und der weiß ja nicht, dass sobald du mal öffentlich sagen wirst, ich finde ja eigentlich die Frau Weidel ganz gut, dass du sofort gesellschaftlich ruiniert werden würdest. Das ist, glaube ich, so der Ansatz. Ja, aber das ist ja auch zu Recht, ne? Wenn man sich so bedenkt, was Frau Weidel so alles von sich gegeben hat. Ja, man garantiert die Meinungsfreiheit. Onkels Lul Defender in 3, 2, 1. Willst du mich verarschen, oder was? Willst du mich verarschen? Nein? Man garantiert aber nicht die Freiheit, wenn man seine Meinung gesagt hat. Ich denke, also, so kann man das zusammen. Hier? Hier? Fast. Ja, besser gesagt würde ich auch noch sagen, man hat die Meinungsfreiheit, aber dann kommen die sogenannten Konsequenzen und die haben mit einer liberalen, freiheitlichen Gesellschaft natürlich nichts mehr zu tun. Also man kann ja quasi in jedem totalitären Regime auch seine Meinung sagen, aber dann wird man halt eben, ja, eingesperrt oder sonst was. Das ist ja trotzdem keine Meinungsfreiheit, auch wenn man die Meinung kurz gesagt hat. Ja, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es jetzt Zuschauer gibt. Sorry, dachte, ich bin noch bei Stay. Ey, also jetzt mal bei aller Liebe. Stay findet die Onkels genauso scheiße wie ich, ne? Und Freiwild auch. Wir machen uns regelmäßig im Podcast darüber lustig. Der Unterschied ist nur, dass man da noch einen Satz hinten dran hängt und eben nicht so krank linksradikal ist wie hier. Hier heißt es halt, für ein Freiwild-T-Shirt wirst du zusammengetreten, ne? Das ist, so ist das halt. Und wenn man im Mainstream landen möchte, dann sagt man, ja, die Onkels sind schon eine Scheißband, genauso wie Freiwild, ne? Aber nicht alle, die das hören, sind auch automatisch rechts oder rechtsoffen. Das ist alles, was du noch dranhängen musst und schon bist du cool, ne? Aus dem anderen politischen Lager, die sagen, was reden die beiden da? Sie können doch ihre Meinung. Und dann schreiben alle, ja, sehe ich genauso. Das ist einfach, du musst dann mit der Dummheit der Trottel spielen, ne? Sagen. Ja, das Problem ist nur, dass wenn man seine Meinung recht deutlich sagt auf YouTube, dass dann auch wieder YouTube eingreift und ja, die Meinung unterdrückt, indem sie den Kanal sperren und so weiter. Ne? Der genau. Denkfehler ist ja auch folgender bei diesem Ansatz. Ja? Ist schon sehr mutig, wenn Never Forget Niki von Denkfehlern spricht, oder? Der kleine Niki ist echt am Hasseln. Er wurde ja schon 2020. 2021 und 2022 mit dem Oscar für die Opferrolle des Jahres nominiert. Vielleicht funktioniert es dieses Jahr mit dem Oscar für die Witzfigur des Jahres oder sein Lebenswerk als Bies.
Ed Dekadent, warum hast du Hogwarts Legacy gespoilert? Bitte eine normale Begründung. Also ich weiß jetzt nicht, was eine unnormale Begründung sein sollte, aber meine Begründung ist Empowerment. Ich finde das einfach sensationell lustig. Also erstens bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass niemand Hogwarts Legacy hätte spielen sollen, weil das Spiel gehört boykottiert, genauso wie J.K. Rowling und dieses scheiß Zauberer-Universum. Einfach aus Solidarität einer marginalisierten und diskriminierten Gruppe unserer Gesellschaft. Ja? Und wenn Leute das trotzdem spielen, dann verteidige ich doch nicht ihren Spielspaß. Der Spielspaß dieser Leute ist mir komplett scheißegal. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Es ist nicht nur deshalb zu begründen. Es ist auch unglaublich witzig, weil die Gegenseite permanent... Und wie ist deine eigene Meinung? Ah, okay, also war das eben meine Agenturmeinung? Okay, ich sag nochmal. Ich geb dir noch meine eigene Meinung, warte kurz. Jetzt hast du natürlich die Agenturmeinung gemacht, aber ich geb dir gleich. Warte mal, ich geh mal ganz kurz, muss mal ganz kurz AFK. Bis gleich. Also ich sag mal so, ne, Meinung. Ich persönlich, ich habe Harry Potter Hogwarts Legacy gespielt, ne? Ich hab's mir auch 10-mal gekauft, mir ist das Spiel scheißegal. Also, ich kannte Harry Potter gar nicht. Aber als ich gehört habe, wie die Wirken Linken sich darüber lustig gemacht haben, habe ich mir 10-mal gekauft. Und hab's jetzt auch gespielt. Ich lass mir von denen die Spielfreude nicht nehmen. Und auch nicht mein Deutschland. Ich möchte für Inhalte keine Haftung übernehmen. Ich war kurz pinkeln. Um die Agenturantwort noch eine Ebene tiefer zu bringen für dich. Ich fand das Spoilern und finde das Spoilern auch deshalb so unglaublich lustig, weil die Leute, die ja dafür argumentieren, dass man das Spiel spielen sollte, sagen, ich spiele das Spiel, weil es nur ein Spiel ist und keine Bedeutung hat. Also, verstehst du? Ich habe es auch extra 2-mal durchgespielt, weil die mich gespoilert haben, die Linksradikalen. Und dann kommt der dritte Punkt. Der dritte Punkt ist ja, dass es total scheißegal ist. Ich meine, das ist von dem, was man so gehört hat, ne? Von dem, was man so gehört hat, ist das so ein 0815-Rollenspiel. Und das ist genauso aufgebaut wie alle anderen Rollenspiele. Das ist jetzt kein Qualitätsmerkmal. Also das heißt jetzt nicht, dass es gut oder schlecht ist deswegen. Und es war wohl für alle sehr ersichtlich, dass da wohl irgendwelche Hauptcharaktere sterben werden. Und es gibt eben nur einen Hauptcharakter neben deinem Charakter. Und zweitens, selbst wenn du weißt, dass diese Person am Ende stirbt, wird es den Spielspaß an der Spielmechanik jetzt nicht nehmen. Das ist jetzt nicht so, dass man ein Fußballergebnis gespoilert hätte. Also Fußballergebnisse spoilern oder Sportergebnisse spoilern hat ja nochmal eine ganz andere Tragweite, weil man dann das Spiel gar nicht mehr, also dann spielt man das, dann guckt man das ja gar nicht mehr. Das bei Spielen ist das ja nicht so. Ob du jetzt weißt, dass der stirbt oder nicht, so fucking what. Natürlich sagen wir jetzt in diesem Moment unsere Meinung. To be honest, ich weiß nicht mehr, ob das stimmt. Ich weiß, dass es stimmt, weil eine Person mir geschrieben hat, dass sie gehört hat, dass ich das Ende spoiler, aber deswegen meinen Stream nicht mehr guckt, um nicht gespoilert zu werden und dass ich das doch bitte lassen soll. Und dann habe ich gesagt, ja, das tut mir auch sehr leid, dass ich das Spiel gespoilert habe. Wird nicht mehr vorkommen. Hier ist ein YouTube-Video mit meinem Statement dazu und meiner Entschuldigung, ist auch wieder ein Safe Place. Und das war dann ein Video von dem Ende von Hogwarts Legacy. Also deswegen habe ich es gesehen und weiß, dass es stimmt. Aber das ist nur was ganz anderes. Krass. Zweitens, Stefan Raab. Ich habe das Spiel selbst nicht, aber du begründest das Spoilern damit, dass es Spaß macht. Die Spieler begründen das Spielen mit dem gleichen Grund. Genau. Ja. Das ist genau richtig. Richtig. Also das habe ich ja auch gesagt. Das ist ja... Aber was wir in unserem privaten Leben deswegen schon für sogenannte Konsequenzen eben erfahren haben, die eben eindeutig nicht mit einem Recht auf Meinungsfreiheit
vereinbar sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel erzähle, dass ich bei einem Steuerberater mal rausgeworfen worden bin, als er rausgefunden hat, was ich eben für Videos im Internet mache, dann ist das ja nichts, was irgendwie was mit Meinungsfreiheit zu tun hat. Oder wenn ich zum Beispiel sage, jetzt eben die Geschichte mit dem öffentlichen Dienst, ja, es kann ja nicht sein, dass nur, weil man eine Meinung hat, ja, die freie Berufswahl praktisch zunichte gemacht wird, ja. Und man muss ja auch mal eine Sache sagen, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Es ist ja nicht irgendeine wirklich schlimme Meinung, wo man sagen kann, okay, das ist ja jetzt irgendwas eindeutig verfassungsfeindlich oder eindeutig irgendwie, dass man Straftaten glorifiziert oder sowas, ja. Das stimmt, das ist sehr richtig, ne? Also Never Forget Nikki ist jetzt kein Nazi. Ich habe den oftmals immer als Nazi bezeichnet, weil es lustig ist, aber er ist ja wirklich einfach ein ungefährlicher Dödel. Das ist so der Weichling der Weichlinge. Der ist so gefährlich wie eine leere Dose Coke Zero. Der verbreitet ein sehr gefährliches Narrativ und schürt Ängste, die dafür sorgen können, dass ein konservatives Publikum sich potenziell mit Fremdenfeindlichkeiten und anderen dann doch sehr rechten Erzählungen solidarisieren. Aber so der Typ als solches, der ist nur auf, dem geht es nur um persönlichen Profit. Dem ist alles scheißegal, Hauptsache der kann die nächste 2.000-Euro-Jacke kaufen. Alles andere juckt den nicht. Das ist kein gefährlicher Mensch. Ne? Der ist eine Pipeline, wenn überhaupt. Die gehören auch zugemacht, darüber müssen wir nicht sprechen. Aber Never Forget Nikki als solches, der ist kein gefährlicher Nazi. Überhaupt nicht. Wir sagen jetzt hier nicht irgendwie, dass wir die Mafia gut finden würden oder sowas. Wir sagen hier eine ganz normale bürgerliche Meinung, was vor, ja, sage ich mal, Zeiten, wo mein Vater noch jung war, ganz normale Franz-Josef-Strauß-Meinung eigentlich gewesen wäre teilweise. Ganz normale Franz-Josef-Strauß-Meinung, hä? Mein Opa hatte eine ganz normale Heinrich-Himmler-Meinung. Was ist denn da jetzt, das Problem? Wo man noch viel Karriere hätte machen können, in Bayern zum Beispiel. Und jetzt ist es halt so, dass das eben nicht mehr normal ist. Das ist ja, glaube ich, der Knackpunkt. Niki, kommen wir mal zum aktuellen politischen Geschehen. Wie schätzt du das jetzt im Moment? Körperlich gefährlich vielleicht nicht, aber seine Inhalte sind schon gefährlich. Ich halte ihn auch nicht für inhaltlich gefährlich. Alles, was der macht, ist Überschriften von Zeitungsartikeln vorlesen und zu sagen, unfassbar die Grünen. Das ist alles, was der macht. Also ja, der ist eine Pipeline. Wenn du regelmäßig Never Forget Nikki Videos guckst und dazu hörst und das glaubst, so, dann kannst du dich radikalisieren, mit Sicherheit. Aber ich glaube, die Radikalisierung hier geht sehr viel schneller als bei Never Forget Nikki. Wenn du verstehst, was ich meine, Chris. Nein. Wird die Ampel durchhalten oder wird sich das jetzt zuspitzen und wir haben bald eine neue Regierung? Also natürlich ist hier der Wunsch, der Vater des Gedanken, wenn ich sage, dass die Ampel hoffentlich nicht durchhalten wird. Du bist wirklich gefährlich. Ja, natürlich. Selbstverständlich bin ich gefährlich für rechtes Gedankengut. Wir werden noch sehr viel gefährlicher werden für rechtes Gedankengut. So, das ist schon immer so gewesen. Wir konnten uns bis 2019, 2020, konnten wir uns darauf verlassen, dass die Plattform Twitch rechtes Gedankengut konsequent von der Plattform verbannt. Da konnten wir uns drauf verlassen. Ne? Grüße gehen raus an Freshrider, den besten Safety Ops Mitarbeiter, den Twitch jemals hatte. Mittlerweile geht das nicht mehr. Und wann immer die Plattformen versagen, müssen Antifaschistinnen das übernehmen. That's it. Klar, um das ein bisschen realistischer einordnen zu können. Wir sehen ja, dass wir so richtige Patex-Politiker haben. Also da wird ein Fehler nach dem nächsten. Ist es dein Ziel, uns zu radikalisieren? Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber Linksradikalisierung erfolgt ja durch Inhalte und nicht durch Parolen. Also die Radikalisierung, die hier stattfindet, ist eine inhaltliche Überzeugung. Ich versuche vernünftig und inhaltlich und argumentativ zu zeigen, warum der Status quo nicht zu akzeptieren ist und warum wir mehr machen müssen und warum gewisse Organe scheitern. Das versuche ich. Aber ja, selbstverständlich ist Linksradikalisierung mein Ziel. Es wäre dumm, das zu leugnen. Also ich rufe regelmäßig auf, sich antifaschistischen Ortsgruppen anzuschließen und protestieren zu gehen. Ich lasse Streams ausfallen, wenn große Protestaktionen sind und wir organisieren das selbst. Also selbstverständlich ist Linksradikalisierung das Ziel. Aber ich halte Radikalisierung auch als solches nicht für gefährlich oder schlimm. Ja?
proaktive Gewaltausrufe, die sind schlimm. Das geht nicht. So, das ist eine Form der Radikalisierung, die es aber von links so gut wie gar nicht gibt. Na? Hier geht es mehr darum, das Woke-Sein zu verinnerlichen. Ich versuche, die Leute woker zu machen. Na? Und mich selbst woker zu machen. Wenn du absolut bedingungslose Menschenrechte und Rechte auf Leben für Lebewesen als schlimm radikal bezeichnest, ja, dann bin ich schlimm radikal. Ja. Listen gemacht und es muss trotzdem nicht zurückgetreten werden. Das ist ein Thema. Ich sehe schon die rechten Meinungsblogger, die die Aussage aus dem Kontext nehmen werden. Du kannst die Aussage nicht aus dem Kontext nehmen. Ich bin offen linksradikal. Und mein Ziel ist es, andere Menschen linksradikal zu machen. Da ist er. Der Satz ist auch ohne Kontext genau so dastehend das Ziel. Das bleibt auch so. Thema, was ich sehr oft auch kritisiere, ich behaupte nach wie vor, dass in anderen Ländern Politiker wie zum Beispiel Habeck schon längst hätten zurücktreten müssen nach seiner legendären Insolvenzrede im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und warum rechte Meinungsblogger damit ein Problem haben, ist ja ganz klar. So die ganzen anonymen Anime-Figuren, die würden das gerne auch sagen können. Können die aber nicht. Ne? Können die aber nicht. Der Unterschied zwischen Rechtsradikalen und Linksradikalen ist nämlich, dass Linksradikale inhaltlich begründen können, warum sie sich radikalisiert haben und warum sie linksradikal sind. Und vor allem können die auch erklären, dass Radikalisierung nichts Schlimmes ist und eine radikale Ansicht erstmal im Kern nichts Schlimmes oder Falsches oder Schlechtes. Ne? BVT-Clan, die nächste Frage. Dürfte man die Mona Lisa deiner Meinung nach noch ausstellen, wenn Da Vinci theoretisch als Vergewaltiger entlarvt? Die Mona Lisa gehört für mich mit Kartoffelbrei befeuert und angezündet. Ich fick die Mona Lisa. Zum Beispiel, wo eigentlich gezeigt wird, dass er als Wirtschaftsminister nicht wirklich irgendeine Art der Kompetenz hat, oder zum Beispiel auch, als er diese glorreiche Gasumlage da. Die Mona Lisa ist nichts anderes. So, die Mona Lisa als solches ist mit Sicherheit ein sehr schönes Bild. Ne? Und man kann sich das anschauen, ist auch wunderbar. Ne? Ein Gespür für Kunst und. Aber die Mona Lisa als typisches Sinnbild von der absurden Wertevorstellung unserer Gesellschaft. So, die Mona Lisa als Kunstwerk sollte allen gehören und nicht irgendwie mit was weiß ich wie vielen Millionen im Louvre hängen. Ja. Dankeschön. Du bist so ein typischer Linksrechter. Ich weiß nicht, was ein Linksrechter sein soll. Also du wurdest gebannt dafür, aber ich möchte dich eigentlich eher hier haben, um zu wissen, was ein Linksrechter ist. Also weil einfach aus persönlichem Interesse. Wenn du mir das erklären könntest, was ein Linksrechter ist. Und danke diesem Mann dafür, dass wir ihm unser Geld geben dürfen. Ein Linksrechter ist doch so ein Mittiger wie Simam. Naja, ich glaube, wenn man einen Schritt weiter geht, könnte man ja Lenin als Linksrechten bezeichnen, ne? Oder dann einen Schritt weiter Stalin, wobei der auch mit marxistischem Gedankentum nicht mehr viel zu tun hat. Also einfach ein Linker, der linke Ansichten vertritt, aber eine hierarchische Staatsform anstrebt oder so. Wagenknecht finde ich ein gutes Beispiel. Wagenknecht ist eine reaktionäre Opportunistin. Der geht es um persönlichen Profit. Die hat ihre ehemals kommunistischen Ansichten komplett weggeworfen. Ich meine, du bist ein ganzer Mensch. Also ich verstehe nicht, was du damit. Ich weiß nicht, was ein Linksrechter ist. Ja. Eingeführt hat, wo ich mir auch selber immer gedacht habe, gut, was ist das jetzt eigentlich für ein Gesetz? Das ist ja auch ziemlich schnell wieder verschwunden, man hat nichts mehr davon gehört, ja. Und wenn man danach geht, muss ich halt schon sagen, wahrscheinlich wird die Ampel
durchhalten, aber nicht, weil es irgendwie legitim wäre oder weil sie eben so gute Politik machen, sondern weil sie, egal was sie für Fehler machen, eben trotzdem weiter an den Posten kleben. Aber ich glaube, dass der... Weil unsere Demokratie so funktioniert, oder wie meinst du das jetzt? Backlash umso größer wird, wenn dann halt mal wieder Bundestagswahl ist. Also man sieht es jetzt auch in den aktuellen Umfragen, dass die Ampel keine Mehrheit mehr hat. Ich glaube, die AfD ist gerade bei 15%, die CDU ist gerade auch wieder auf dem Weg zu 30%. Also es gibt eigentlich gar keine Mehrheiten mehr für wirklich diese links-gelbe Politik, die wir gerade haben. Und ja, ich denke, dass sich das für die Ampel auch rächen wird, dass sie diese Politik so rücksichtslos verfolgt. Das Ziel ist ja, Gegensätze zu überwinden, oder? Nein. Nein. Es geht nicht darum, Gegensätze zu überwinden. Ziel von Also wenn ich Ziele formulieren müsste, dann wäre mein Ziel die komplette Befreiung aller Lebewesen auf diesem Planeten. Ein bedingungsloses Recht für jedes Lebewesen auf bedarfsgerechte und würdige Existenz und ein bedingungsloses, solidarisches Beisammensein. Dass wir Menschen und Natur und Erdlinge allgemein blühen lassen. Und zwar so, wie sie sind. Und so, wie sie sein möchten. Ohne Einschränkung. Bist du politisch eigentlich in irgendeiner Partei? Bist du in der AfD oder in sonst einer Partei? Ich bin tatsächlich in keiner Partei, auch in keiner Bewegung. Da lege ich auch immer sehr viel Wert darauf, weil ich tatsächlich so bin, dass ich sage, okay, meine Frage... Er ist halt ein charakterloser Typ. Ne? Wer vorgeht, Niki ist charakterlos. Der hat keine Überzeugung. Der sieht nur Kohle. Und er merkt, dass irgendwie 45-jährige frustrierte konservative Jochens ganz gut Geld schicken, wenn man ihnen die IBAN entgegenhält. Freiheitliche Haltung zuerst praktisch. Ja, ich gehe an jeden Sachverhalt natürlich objektiv ran. Und ich habe vor allem auch nicht diese Scheuklappen, dass ich jetzt zum Beispiel sage, wie in Deutschland ganz oft gesagt wird, okay. Also den Gegensatz zwischen Arm und Reich, der soll ja auch überwunden werden, nehme ich mal an. Oh, den politisch eher links einzuordnen. Ich finde, sowohl Reichtum als auch Armut koexistiert ja, weil es die jeweils anderen Pole gibt. Reichtum existiert nur, weil es Armut gibt. Und Armut gibt es nur, weil Reichtum existiert. Das korreliert nicht nur, das ist kausal. Also ja, selbstverständlich. Ich halte Besitz für bescheuert. Man darf ja von der AfD gar nichts gut finden. So bin ich zum Beispiel nicht, weil ich genau weiß, eine Politikerin wie Frau Weidel, die ist objektiv gesehen eine gute Politikerin. Das wird uns auch von der Schweiz übrigens immer wieder bescheinigt, zum Beispiel in der Schweizer Weltwoche. Also man sieht schon... Was haben wir da? Kurze Frage. Okay. Die Thematik um Rolling ist absolut nachvollziehbar. Das Spiel sollte gerade bei Twitch und Personen mit Reichweite nicht gespielt werden. Aber glaubst du wirklich, dass man Leute für die Sache gewinnt, wenn man stumpf Spoiler raushaut oder Leute beleidigt, weil sie es spielen möchten, schürt das nicht eher den Hass, der dann mit der Trans-Community, der Hass soll ruhig mit mir verbunden werden, da komme ich gut mit klar. Ne? Und der Hass geht ja auch auf die Leute, die spoilern. Und ganz ehrlich, wenn du Typ Mensch bist, der nicht politisch ist und der normalerweise für ein sehr liberales Miteinander ist und du dann anfängst, Trans-Menschen zu hassen, weil Menschen, die ein Spiel gespoilert haben, was bist du dann eigentlich für ein Abschaum? Also was bist du dann eigentlich für ein Typ Mensch? I don't know. Auf jeden Fall wollte ich dich nicht fronten. Links, rechter war natürlich, ich bin so links, wie es du wirst wirklich, wenn du was Linkeres auf Twitch findest, dann bin ich mit dem befreundet und wir arbeiten schon zusammen. Ich habe nichts Rechtes in mir. Null. Dass die Politiker anders wahrgenommen werden, auch im Ausland, die hier so niedergeschrien werden. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie extrem parteiisch bin. Das sieht man natürlich auch daran, weil ich auch eine Frau Wagenknecht öffentlich sehr oft auch in meinen Videos lobe. Ich bin so links, dass ich sogar zwei linke Hände habe. Ist wirklich so. Ist fucking wirklich so. Obwohl die aus einer politischen Richtung kommt, wo ich persönlich eigentlich gar nichts mit anfangen kann. Aber ich sage halt, wenn jemand von links was Vernünftiges sagt, dann ist mir das genauso viel wert. Also so objektiv bin ich dann schon. Aber ich sage halt auch ganz klar,
wenn da eine Partei ist wie die Grünen, wo wir Politik machen, das kann man ja nicht mehr wirklich neutral bewerten. Ich meine, wir wirtschaften hier innerhalb von kürzester Zeit das ab, was die Generationen vor mir hier aufgebaut haben. Natürlich kann ich da auch nicht mehr so ganz neutral über diese Partei reden, weil da natürlich auch berechtigte Wut ist. Also ich sag mal, der gesunde Menschenverstand ist eigentlich meine Leitlinie. Also wenn ich sehe, jemand tut uns nicht gut, ja, und macht objektiv für die Menschen in meinem Umfeld ein schlechteres Leben, dann sehe ich den kritisch. Und wenn ich sehe, jemand versucht, wenigstens mal ein Problem zu lösen, dann sehe ich... Die Trans-Community im echten Leben ist weitaus größer als die They-Them-Veganer-Twitter-Bubble, by the way. Okay, das ist jetzt wild. Was meinst du denn mit They-Them-Veganer-Twitter-Bubble? Und was hat das mit Transsein zu tun? Also weder Veganismus noch Non-Binarität hat irgendwas mit Transsein zu tun. Oder war das jetzt einfach nur eine Information, die du jetzt relativ in den leeren Raum reinfeuern wolltest, oder wie? Positiv. Also ich bin ein ziemlicher Pragmatiker eigentlich. Was mich nach der letzten Bundestagswahl so schockiert hat, war, wie schnell die Parteien umgefallen sind. Random Informationen für eine kleine Streampause. Die brechen mich wirklich, ne? BVT-Clan, möchtest du Bühne haben? Möchtest du deine Kamera anstellen und mir mal über das Thema debattieren? Ich rieche Content. Erinnern uns an die Grünen mit keine Waffen in Kriegsgebiete und so weiter. Wir erinnern uns an die FDP, auch an die Impfpflicht, wo ganz viele gesagt haben im Vorfeld, nein, also fast jeder hat es ja eigentlich gesagt, ob das Scholz war, ob das Lindner war. Sobald dein Chat KekW schreibt, hast du immer recht, Dekadent. Dann, das ist doch langweilig, Alter. Dann, das ist doch vollkommen boring. Bring doch Inhalte, komm doch ins Gespräch und bring Inhalte, überzeug mich. Überzeug doch die Leute hier. Impfpflicht kommt nicht in Frage und plötzlich waren auf einmal alle für die Impfpflicht. Was meine Sorge ist, ist, dass wenn zum Beispiel die AfD bei der nächsten Bundestagswahl gewinnen würde, dass sich das auch schnell drehen könnte, indem dann Frau Weidel irgendwas angehängt wird, irgendwelche Köpfe werden da ausgetauscht. Und dann auf einmal haben wir wieder den gleichen Salat. Wäre das in deinen Augen möglich oder würdest du sagen, nee, das ist ausgeschlossen? Also das sehe ich eigentlich relativ objektiv, um es mal so zu sagen. Es gibt nie eine Garantie dafür, dass irgendein Politiker genau das umsetzen wird, wofür man ihn gewählt hat. Das ist ein ganz einfacher Grund, nämlich dass es da auch keine Rechtsgrundlage für gibt. Wenn Politiker persönlich haftbar gemacht werden könnten, dann würden sie auch eher sich an ihre Wahlversprechen halten. Nur wenn die Grünen natürlich im Wahlkampf predigen können, keine Waffen in Kriegsgebiete und jetzt hier die Waffenlieferungskönige an die Ukraine werden und es hat einfach null Konsequenzen, dann ist es ja klar, dass da auch irgendwie sich jeder alles traut. Also so fair muss man schon sein, es gibt keine Garantie, dass irgendwer irgendwelche Wahlversprechen halten wird. Was? Ich weiß doch gar nicht, was objektiv ist, aber das Adjektiv hört sich eben schön an, ne? Hört sich ja schön an, wenn er immer wieder sagt, es ist objektiv. Er hat auch gar nicht verstanden, was Demokratie bedeutet und wie sich Regierungen zusammensetzen, ne? Das weiß der, glaube ich, einfach gar nicht oder er ignoriert es bewusst oder so. Was aber für mich ein ganz klarer Indikator ist, und ich denke, dass sehen auch die meisten Bürger im Land, die jetzt aktuell AfD wählen würden, so, man sieht ja eigentlich daran, wie sehr die AfD, genauso wie eben die ganzen diffamierten Menschen, über die wir eben gesprochen haben, ausgegrenzt wird. Also für mich ist es eigentlich schon fast so ein Gütesiegel, muss ich sagen, wenn ich sehe, die werden ja genauso bekämpft wie ich. Also die kriegen auch keine Rechte, keinen Posten als Bundestagsvizepräsident, obwohl es in der Satzung drinsteht, im Bundestag überhaupt nicht mal gemeinsame Abstimmungen, auch wenn eigentlich klar ist, dass viele Punkte von CDU und FDP mit der AfD eigentlich komplett konform gehen würden, man da eigentlich gemeinsam vernünftige Politik auch machen könnte, wenn man denn wollen würde.
und oder auch zum Beispiel, als die Wahl in Thüringen damals rückgängig gemacht wurde, nur wegen AfD-Beteiligung, also an dieser Heidenangst, die da wegen der AfD ist, schließe ich für mich persönlich auch aus, dass die AfD eben ja Teil dieses Systems werden würde, weil sonst wäre die Angst, wenn dass sie denn mal an die Macht kommt, nicht so groß. Also mit anderen Worten, wenn man die genauso wie die FDP einfach so billig politisch kaufen könnte, ja, und für ein paar Posten in der Regierung, wie jetzt eben ja alle Prinzipien aufgegeben werden, dann würde man gar nicht so krass versuchen zu verhindern, dass die überhaupt an die Macht kommen. Also das spricht ja wohl Bände, muss ich sagen. Wenn die AfD eigentlich behandelt wird, muss man sagen, wie eine Partei, die eigentlich verboten ist, obwohl sie nicht verboten ist. Also keine Auftritte im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, während Ricarda Lang jetzt schon das sechste Mal eingeladen wird und so weiter. So diese Indikatoren, die sind für mich halt doch sehr aussagekräftig und ich glaube, Ähnliches haben wir auch wirklich global gesehen. Also zum Beispiel, wir sehen ja jetzt auch, dass in Schweden auch gewählt wurde, eine Partei ähnlich wie die AfD, die Schwedendemokraten haben sehr stark abgeschnitten und man hat ja wieder versucht, die aus der Regierung rauszuhalten. Also sie sind jetzt nur noch praktisch, dass sie eben für die Mehrheiten mitstimmen dürfen, aber sie sind kein Teil der Regierung. Ja, aber man sieht, die AfD sitzt super oft bei den Öffentlich-Rechtlichen. Fairerweise muss man sagen, dass die AfD von allen Parteien wirklich am wenigsten in irgendwelchen Talkshows sitzt. Soweit ich das mitbekommen habe, ich kann mich da aber auch irren, haben sich einige Talkformate bei diesen Vorwürfen dann immer relativ transparent an die Öffentlichkeit gewendet und gesagt, ey, wir haben so und so viele AfDlerInnen eingeladen. Es hat nur nie jemand zugesagt und die haben alle immer abgesagt. Und deswegen ist niemand von der AfD in den Sendungen. Aber auch so, selbst wenn du als Öffentlich-Rechtliches entscheidest, die nicht einzuladen, ist das in meinen Augen vollkommen verständlich und sogar notwendig. Faschos gebührt keine Plattform. Das sind Faschos. Schlimm genug, dass die im Bundestag sitzen. Sieht eben, dass diese Parteien schon so diese Grundprinzipien bis jetzt noch einhalten. Oder auch die FPÖ zum Beispiel in Österreich, die hat ja auch, als sie dann an die Regierung kam, schon sehr intensiv auch zum Beispiel an der Migrationspolitik gearbeitet, bis dann diese Ibiza-Affäre kam. So, das ist für mich eigentlich ein klarer Indikator, dass diese Art der Parteien schon erst einmal einhalten würden, was sie versprechen. Niki, wie kannst du dir diese ganzen Entwicklungen der letzten Jahre, ja vielleicht Jahrzehnte erklären, dass wir jetzt in einer Welt leben, wo es plötzlich 70 Geschlechter gibt, in der Männer schwanger werden können? Hast du schon mal einen schwangeren Mann? Also da bin ich ganz ehrlich, das ist so etwas, das tue ich schon fast so in den Bereich, ja, ich muss es so sagen, Verwirrung von Menschen, dass solche Themen überhaupt wichtig werden. Da verwirrt man gezielt Menschen mit solchen Abnormalitäten, dass man da immer wieder darauf den Fokus legt. Okay, jetzt wird's aber schon hart. Und eben versucht, den Menschen zu zeigen, das wären die wahren Probleme. Also ich meine, selbst wenn sowas existieren würde, was ich persönlich nie gesehen habe, ja, dann wäre das nichts, worüber wir im deutschen Fernsehen reden müssten. Weil wir reden ja auch nicht drüber, wenn jemand jetzt zum Beispiel mit einem lila Anzug und einer gelben Mütze auf der Straße rumläuft, auch wenn es vielleicht lustig ist oder irgendwie besonders. Ja, und wie kannst du dir diesen Linksruck erklären, der durch alle Parteien gelaufen ist, inklusive CDU? Das ist jetzt schon schwieriger, weil ich habe mich natürlich selber auch immer gefragt, warum Merkel die CDU so krass auf links drehen konnte damals, weil im Endeffekt war es ja so, dass die Widersacher ja auch immer recht laut. Nie war Deutschland unfairer. Nie war die Vermögensungleichheit größer als nach 16 Jahren Merkel. Noch nie. Was Linksruck? Waren, aber komischerweise sich immer dieses Linke durchgesetzt hat. Das war ja zum Beispiel auch in der FDP so, dass die ganz lange Zeit eher so einen rechtsliberalen Kurs gepredigt hat und dann auch auf einmal, wenn man jetzt Lindner zuhört, könnte man eigentlich denken, das ist die FDP, das ist eigentlich eine Partei, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, die haben ja eigentlich noch was viel Schlimmeres gemacht als die Grünen, weil sie ja erstmal was Schönes gepredigt haben und dann auch trotzdem grüne Politik gemacht haben. Und für mich ist es eigentlich nur klar, man hat so medial ein System etabliert. Jeder, der irgendwie nicht so linksgrün ist, der wird halt diffamiert. Also genauso, wie wir es jetzt hier in dem Video auch in vielen Beispielen gezeigt haben. Die Leute haben einfach auch keine Lust, selber der neue Thilo Sarrazin oder Hans-Georg Maaßen zu werden, wo man ja schön explizit jetzt gezeigt hat. Ich glaube, der Linksruck wird tatsächlich Angela Merkel nur deswegen zugeschrieben, weil sie 2015 nicht hat Menschen an der Grenze erschießen lassen. Ne? Ich glaube, das ist für viele Faschos echt der Grund zu behaupten, dass Merkel eine Linke ist. Weil so auf der komplett, auf keiner anderen Ebene hat sie jemals irgendwas Linkes getan.
oder vertreten, noch nie. Gezeigt hat, ja, Parteiausschluss, mediale Diffamierung, Ächtung, keine Auftritte mehr an Talkshows und so weiter und so fort. Und da überlegt sich, glaube ich, auch jeder Politiker. Und die Ehe für alle kam unter. Hat sie da nicht dagegen gestimmt? Zehnmal, ob er seine eigene Karriere opfert, ja, nur um die Wahrheit zu sagen. Ja, also so ist, deswegen glaube ich auch, dieser Linksruck, das ist ein bisschen so, ja, ich will es gar nicht so krass sagen, aber ein bisschen sind es schon Mafia-Methoden. Also du sagst es nicht, du machst es nichts, ja. Das ist wie wenn du Schutzgeld zahlen willst, praktisch, dann geht es dir gut, ja. Aber sobald du da irgendwie ausscherst, dann war es das mit dir und mit deiner Existenz und so. Ja. Also das funktioniert auf Einschüchterung. Das muss ich. Die hat aber nicht auf schwule und lesbische Menschen schießen lassen. Ja, gut, das stimmt, ne? Wenn man das Linksdasein von Angela Merkel deshalb erklären möchte, dass sie einfach nicht auf Menschen hat schießen lassen, dann ist sie natürlich legit einfach Karl Marx. Ja. Ich will schon so klar sagen eigentlich. Ja, Niki, lass uns mal zu einem aktuellen Thema kommen, dieser Spionageballon, der da... Lass mal ein bisschen schwurbeln jetzt noch, bitte. ...über den USA gesichtet wurde. Mittlerweile wurde er ja wohl abgeschossen. Also ich habe vorher noch nie was von Spionageballons gehört. Für mich gab es immer nur Spionagesatelliten. Ja, wie schätzt du das ein? Das ist jetzt ein chinesischer Ballon. China beschwert sich lautstark, dass halt die USA den abgeschossen haben. Wird da jetzt China auch irgendwie irgendwo mit reingezogen? Für mich ist es mehr oder weniger so die nächste Eskalationsstufe. Also man sieht halt einfach, erstmal hat man diese Achse gehabt. Ganz klar, die Spaltung verlief eben zwischen den Ukraine-Unterstützern und Russland und eben den Unterstützern Russlands, aber diese schwelende Gefahr eines Weltkriegs hier die ganze Zeit auch da ist, ja, die fußt ja im Endeffekt, wenn man das Ganze fertig denkt, immer darauf eigentlich, dass sich nämlich die großen Mächte China und Russland praktisch dann mit den Westmächten anlegen könnten, ja, und das ist ja die gefährlichste Entwicklung eigentlich, weil ich sage mal, ein Krieg mit China und Russland würde wahrscheinlich keiner von uns hier überleben, ja. Deswegen muss man natürlich auch ganz deutlich sagen, alles, was da jetzt irgendwie weiter das Eskalationspotenzial hochschraubt, ja, muss man sich auch immer die Frage stellen, gerade im Kontext auch, dass einige Kräfte Eskalation wollen, ja, muss man sich immer die Frage stellen, wem das Ganze eigentlich nützt. Also wer möchte eigentlich auch, dass zum Beispiel zwischen China und den USA noch größere Spannungen kommen, damit es vielleicht sogar dann, wenn es jetzt deutlichere Positionierungen braucht, ja, man hat ja gesehen, zum Beispiel China hat ja zum ersten Mal ganz klar gesagt, das Problem sind eigentlich die Waffenlieferungen an die Ukraine. Erst neulich, ja, das war schon eine sehr deutliche Positionierung, ja, dass das Ganze vielleicht auch so ein bisschen... Ja gut, wenn man dann, also natürlich, wenn die Waffen und die Unterstützung nicht gekommen wären, dann hätte Ukraine relativ easy kapitulieren müssen, ne? So nach 2 Wochen. Und dann wären wir jetzt halt in so einer kriegsverbrecherischen Marionetten-Ukraine unterwegs. Keine Ahnung, ob man das dann jetzt so als erstrebenswert bezeichnen kann. Wenn das medial so hochgepusht wird, der Achsenbildung dient. Also dass man sieht, oh, China ist jetzt auch eine Gefahr, Russland ist eine Gefahr. Ja, das ist sozusagen der neue Feind, den man dann auch markiert. Niklas, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Wünsche dir und deinem Kanal alles Gute und wir sehen uns sicher bald mal wieder. Sehr gerne, das hat mich heute sehr gefreut und Grüße an alle Zuschauer auch von diesem Kanal hier. Famoser Auftritt, wirklich. Absolut famoser Auftritt.